Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 in der dritten Aufnahme. Ja, es ist eine Woche her, anderthalb Woche her, wo ich das letzte Mal gespielt habe und wir haben es geschafft, mit unserem zweiten Spielcharakter den Titel des Dukes oder des Herzogs zu erreichen. Bevor wir weitermachen, werfen wir mal einen kleinen Blick auf die große Weltkarte, was sich denn in der Zwischenzeit getan hat. Und mir ist aufgefallen, hier oben, da gibt es ein Gebiet, das nennt sich jetzt nicht mehr das Westfrankenreich, sondern das nennt sich Franzien. Und ist relativ groß. Lothringen ist geschluckt, das hatten wir schon gesehen. Das Ostfrankenreich gibt es noch. Und Bayern ist auch relativ groß, war es aber, glaube ich, vorher auch. Ja. Franzien selbst, ich glaube, der hatte mal unseren Kaiser geholfen, soweit wie ich mich erinnere, in einem Angriffskrieg gegen Abbasiden, gegen die Abbasiden. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, Kaiser Louis, der Gütige, ist schon 66 Jahre alt und ist mit vielen verbündet. Da brauchen wir jetzt nicht näher drauf einzugehen. Hat eine relativ starke Armee mit knapp 9000 an Soldaten. Gehört zum Haus Karling. Ich denke mal, das war das Haus von Karl dem Großen. Und das ist schon ein bedeutendes Haus. Ja, wen haben wir noch? Ist aber relativ weit weg. Ja, ansonsten hier Spanien selbst ist relativ zerrissen. Genauso wie das Britische Reich. Irland ist relativ stark. Ja, ist relativ groß. Ansonsten gibt es hier diese üblichen Königreiche. Wessex, Mercia gibt es noch. Schweden auch. Schweden gibt es auch. Hat sich hier schon als Königreich etabliert. Das hier oben habe ich auch noch nicht gehört. Arjetje. Ist ein Häuptlingstum? Nee. Doch, ein Oberhäuptlingstum. Gibt es ja noch mehr Königreiche? Nein, bisher nur Königreich Schweden. Genauso wie Dänemark. Ja, was tut sich so in unserer Gegend, wo wir so herkommen? Da gibt es die Polaben, die sind relativ groß geworden. Ist schon ein Königreich. Genauso wie Großmähren, glaube ich, war es vorher auch schon. Das Oberhäuptlingstum Lutetia ist relativ klein. Wolin gibt es ja auch noch. Ansonsten ist immer das Reich Chazaria relativ groß, schon von Anfang an. Da hat sich auch noch nicht allzu viel getan. Selbst unser byzantinisches Reich ist relativ stabil. Wir konnten uns hier auf Italien, diesen kleinen Stiefelabsatz, und Sizilien behaupten. Das konnten wir halten. Kann sein, dass wir hier etwas ausbauen konnten, also unser Kaiser. Ja. Ansonsten konnten wir uns hier etwas ausdehnen. Hier oben haben wir einen Teil verloren. Allerdings ist mir dann noch aufgefallen, in Abbasid ist ein bisschen was passiert. Hier oben, nahe unserer Grenze, ist das Reich, das Königreich oder Kaiserreich etwas zerpflückt. Da haben sich einige Herzogstümer oder Grafschaften selbstständig gemacht. Hier oben gibt es sogar ein Königreich, die armenischen Fürstentümer. Unter, wen haben wir denn da? Prinz Zarmir von den armenischen Fürstentümern, 33 Jahre alt, hat 2000 an militärischer Stärke, ist auch verbündet, aber mit einem Baron nur und hat kräftig Geiseln ausgetauscht, auch mit dem Abbasidischen Reich. Also da sollte demnächst eher weniger was passieren, hoffentlich. Ja, was haben wir hier noch? Dann haben wir, das nennen sich Emirate. Das ist ein Amirat. Und hier oben Marwanid. Marwanid gab es schon immer. Ja, dieses kleine Reich. Ja, wenn sich hier oben etwas zerpflückt, schützt das vielleicht doch eher unser Reich. Ja, ansonsten, wie viele Jahre sind vergangen? Wir befinden uns im Jahre 909 und das ist 42 Jahre nach dem Spielstart. Ja, wir selbst, wie gesagt, sind Dukes. Wir haben uns dieses kleinen Reiches, das Herzogstum von Obsikion oder Obsikion,
bemächtigt, endlich, besteht aus 4 Grafschaften. Wir selbst halten von den Grafschaften 3, glaube ich, haben Prusa sowieso, Nikea und Gordium und eine Grafschaft Mysien hatten wir abgegeben an unseren Halbbruder. Mal sehen, wie der sich hält. Mit denen sind wir auch verbündet. Der hat 254 an militärischer Stärke und wir selbst haben 1243. Ist also ganz okay. Und so wie die Sache aussieht, wenn wir unsere Nachbarreiche mal sehen, sind wir ähnlich stark. Ich muss mal kurz schauen, mit wem sind wir denn alles verbündet. Wir sind verbündet mit Dux Tornik. Ich glaube, der war hier oben. Ich zoome mal noch mal kurz raus, dann sieht man das noch mal besser. Ja, genau, hier. Na, mit denen sind wir verbündet. So, mit wem noch? Moment, ich gehe mal wieder zurück. Ach, mit dem Graf. Genau. Und dann nochmal mit König Sava. Ja, stimmt, von der Walachei. Also hier oben. Hat in der Zwischenzeit 1128 an Stärke. Ist also etwas stärker geworden. Und den konnten wir mit unserer Tochter verheiraten. Also wir haben unsere erste Königin platzieren können. Ja. Ansonsten ist unser Haus doch noch obskur, also sehr unbedeutend. Wir haben noch nicht mal unbedeutend. Ja, also ich glaube, außer dass wir unsere Tochter hier vermählen konnten, hat nur einer unserer Brüder, ich kann hier ja nochmal mit kurz mal raufgucken, vielleicht habe ich mal eine andere Einstellung hier, dann könnt ihr vielleicht auch mal auf der linken Seite gucken, ab und zu, der Graf, hier, den hier, ne? Graf von Mysien ist der einzige, der einen Titel hat, wir können hier mal raufgucken. 17 lebende Mitglieder haben wir. Und wenn ich den Dynastiebaum mal öffne. Oh, ist relativ klein. So, jetzt ist es wieder besser zu sehen. Ich gebe mal hier komplett unseren Stammbaum. Wir haben gestartet mit Graf Chariton. Dann haben wir den Dux, den Titel. Und hier hinten nur Isaakios hat eine Grafschaft. Das war es dann auch schon. Die anderen haben bisher noch nichts. Ja, hier, Königin Thekla. Ja, die hat auch schon einen Sohn. Prinz Wadislav von der Walachei. Ist ein Enkel von uns. Der gehört allerdings nicht mehr zu unserer Dynastie. Genau. So, gehen wir raus. Und jetzt geht's weiter. Was machen wir? Unser Charakter ist in der Zwischenzeit 62. Also auch nicht mehr allzu frisch. Und der ist ja feige. Ja, ich versuche ein bisschen Roleplay zu machen. Sprich, ich versuche mich so ein bisschen danach zu richten, welche Eigenschaften hat mein aktueller Charakter. Das kann natürlich dann auch ein bisschen nach hinten losgehen. Aber ich hoffe, dass es dann die ganze Sache ein bisschen interessanter macht. Ja, wir werden versuchen, unser Reich nicht noch weiter auszubauen, sondern zu schützen. Denn häufig habe ich gemerkt, wenn man etwas stärker oder etwas größer geworden ist, man hat aber noch nicht die ausreichende Stärke, dann schauen schon die Nachbarn ganz gierig auf unser Reich. Wir werden ein bisschen Gold benötigen. So, ich lasse es einfach mal laufen. Wir werden etwas Gold benötigen. Also wir müssen erstmal ein bisschen sammeln. Wir haben nur 95 an Gold und ich würde gern unsere Armeen ausbauen wollen. So, bevor es losgeht. Die richtige Entscheidung. In der Hitze des Gefechts ist es oft die Entscheidungskraft, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Wenn die Zeit kommt, werde ich wissen, wie zu handeln ist. Okay. Waren wir hier noch in irgendeinem Szenario drin? So, ich werde angreifen und niemals nachgeben. Ihr erhaltet die Eigenschaft aggressiver Angreifer. Was bringt uns das denn? Gegnerische Todesverluste plus 25%. Wenn wir angreifen wollen. Und wir erhalten Anspannung, weil wir feige sind. Ich verteidige meine Position. Das ist gut. Wir erhalten unnachgiebiger Verteidiger. Verbündete Todesverluste minus 25%. Ich bleibe wachsam und agiere, wie es die Lage erfordert. Flexibler Anführer.
Gegnerischer Defensivvorteil minus 50%. Also eins der letzten beiden. Ich würde mal das mit der Verteidigung nehmen. Geht genau in diese Richtung, was wir gerade wollen. So, Prachtturnier machen wir noch nicht. Huldigen wollen wir auch nicht. Was gibt es denn so noch für Aufgaben? Ja, wir können irgendwelche Geiseln anbieten. Wir können Kriege erklären. Wir können Ansprüche von unserem Glaubensoberhaupt erhalten. Herzogstum von Dux Innocentius. Ist der hier? Das Herzogstum. Wo haben wir denn das? Kann ich das mal verschieben? Wo ist er denn? So, nochmal. Wo haben wir das? Hier hinten. Interessiert uns eher weniger. Ist zu weit weg. So. An meine Vasallen. Das ist unser Kaiser. Möget ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich mich entschieden habe, die Verpflichtung eurer Bande auszuweiten. Ihr habt sicher Verständnis für meine schwierige Lage. Der byzantinische Kaiserreich, der byzantinisches Kaiserreich, auch toll, braucht dringend Schutz und dazu leistet ihr einen großen Beitrag. Ich glaube, wir müssen mehr Steuern zahlen. Das müssen wir erstmal so akzeptieren, wie es ist. Wir haben jetzt 108 an Steuern. Geht schon los. Wir haben 108 an Gold. 4,1 pro Monat kriegen wir an Einnahmen. Oh, wir haben sogar positiv beeinflusst. Das ist unser Bauernrebell, falls ihr euch noch daran erinnert. Und jetzt unser Ratsmarschall. So, wir werden unsere Armee. Ups, gehen wir mal im Militär. Oh, eure Kultur hat eine Entdeckung gemacht. Kriegsgrund. Das sollten wir uns auch mal anschauen. Haben wir noch nicht getan. Wenn unsere Kultur Entdeckungen macht, was bringt uns das? Das können wir gleich mal tun. So, wir hatten ja bisher zwei Kriegsvölker. Mehr konnten wir nicht machen, weil wir ja Graf waren. Dadurch, dass wir jetzt Dux sind, haben wir die Möglichkeit, 4 Kriegsvölker zu schaffen. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, die Größe unserer Kriegsvölker zu erhöhen. Wir hatten vorher ein Limit von 3, das können wir jetzt auf 5 erheben. Ich würde erstmal ein neues Kriegsvolk erschaffen und würde gern, wir haben aktuell Bogenkämpfer und Pikiniere, ich würde gerne gepanzertes Fußvolk nehmen. Das erschaffen wir. Sind wir fast pleite, macht aber nichts und wir haben erst einmal weniger Einkünfte, weil jetzt erstmal das Kriegsvolk erschaffen werden muss. So, das wird uns etwas stärker machen. So, wo haben wir denn die Kultur? Haben wir die hier unten? Die haben wir hier unten. Die haben wir an dieser Stelle. Kultur, ne? Innovation? Oh, nein, nein. Kann ich das mal so reinmachen? So, leider ist unsere Frau verstorben im Alter von 62. Sie starb an Altersschwäche. Ist okay. Was? Was? Wir verlieren an Anspannung? Achso, wir verlieren. Achso, okay. Was? Ihr verliert Anspannung? Jetzt lese ich es doch mal vor. Gemahlin, nachdem ihr euren letzten Atemzug getan hattet, überkam mich die Erleichterung. Vielleicht sollte ich mich dafür schämen, aber in Wahrheit war da keine Liebe zwischen uns. Endlich bin ich frei, ein neues Leben zu beginnen. Was? War das so schlimm? War das so schlimm? So, liebe Leute, lasst uns mal kurz zurückgehen hier auf unsere Kultur. Bleiben wir mal hier. Innovation, Stammesepoche. Ist das richtig? Griechische Innovation. Kriegsgrund hatten wir. Ja, Kriegsgrund. So. Und zwar kann voll den Kriegsgrund nutzen. De jure Grafschaften. Aha. Aha.
Okay, das heißt also, bisher brauchten wir, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also Basileus Leon bestimmt immer noch, welche Innovation wir als nächstes erforschen. Und das ist die Stadtplanung. Das ist unser derzeitiges Interesse. Und wir können dann Dorfzentren, Schreine, also wir können dann ausbauen. Ist auch nicht schlecht. Benötigt aktuell, solange wie unser Kaiser an der Macht ist, 17 Jahre, bis das entdeckt ist. So. Machen wir weiter. Frau verstorben. Ein Verlöbnis arrangieren? Was? Okay. An den bescheidenen Pavlos, ich schlage ein Verlöbnis vor, dass meine Tochter Konstantine euren Enkel Pavlos eingehen soll. Das ist ein Dux. Unser Enkel wird unser Nachnachfolger werden. Ist nicht schlecht für den Anfang, zumindest aus Prestigegründen. Beide erhalten 100 an Prestige. Vererbliche Eigenschaften wohlgestaltet, wahrscheinlich von meinem Enkel, genau. Die andere hat nichts. So, ist ein Dux. Verlöbnis arrangieren. Okay. Das ist hier. Thessaloniki. Der hat 743. Muss sich gerade verteidigen gegen Graf. Das könnte durchaus sein, wenn wir uns jetzt... verbünden... dass ich in einen Krieg eingreifen muss. Der hat eine Stärke von 1704. Und sind das nur Kinder? Das scheinen hier nur Kinder zu sein. Auch nicht schlecht. Ja, dass wir damit eingreifen sollten. So. Ich würde aber mal kurz warten. Und vielleicht für meinen Enkel einen anderen. Darf ich das eigentlich? Jemand anderen finden? Das ist ja der hier. Ja? Das könnte unser Erbe sein. Wir können ja mal schauen, wenn wir versuchen, einen Ehepartner zu finden. Liebesbläschen. Machen wir doch mal mit. Das mache ich gerne. Mit vererblichen Eigenschaften. So, und dann hier nach Bündnismacht. Ja, Stadt. Ja, das war's denn schon, ja? Wo kommt denn der andere her? So, was ist da das hier? Ah, die 26. Niedrige Geburt. Lombardisch. Oh, christlicher Glaube. Ja, seht ihr das? Ja, ihr seht das. Machen wir mal Altersunterschied. 5 Jahre. Ja, hier haben wir eine intelligente. Griechisch. Griechisch ist erstmal gut. Bulgarisch geht auch. Weil die haben den gleichen christlichen Glauben. Aber so ein bisschen Intelligenz reinzubringen, ist auch nicht schlecht. Und niemand... Oh. Unser Pavlos erhält sogar 200 an Prestige. Und der ist auch ein enger Verwandter von... Oder ist verstorben. Das war der Dux, den wir beseitigen wollten. Das wäre natürlich nicht schlecht. Komm, ich schicke diesen Vorschlag ab. Wir lassen das mit der Bündnismacht hier. Ich habe die Befürchtung, ich bin ja feige, dass ich in einen laufenden Krieg eingreifen muss. Das machen wir nicht. So, wir lassen es weiterlaufen. Da brauchen wir ein Weilchen. So. Alles klar.
Und da haben wir doch schon mal was arrangiert. So, wir sind nicht verheiratet. Wir haben aktuell ein... wir könnten ja nochmal versuchen. Kommt, das machen wir nochmal. Wir versuchen nochmal zu heiraten. Einen Ehepartner finden. Keine gültigen Charaktere hiervon. Na gut. Kriegen wir nichts? Uns will keiner? Ach so, Moment mal. Wir müssen alle machen. So, genau. Und dann... das machen wir noch nicht. Obwohl das uns als Relevanz als erstes vorgeschlagen wird. Habe ich eigentlich eine vererbliche Eigenschaft? Nicht, ne? Können wir hier was Schickes machen? Hier, sowas hier? Hier, das hier, ne? Aber, Chance auf Kinder hoch, aber ich verliere 200 an Prestige. Ist aber nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter schlimm, weil ich habe hier, ich bin ja schon hervorgetan, würde ich ja also relativ wenig verlieren. Das schicken wir ab. So. Noch eine ziemlich hohe Chance, Kinder zu kriegen. Super. So. Dann lassen wir jetzt ein Stückchen laufen. Wir haben 49. Was können wir denn noch machen? Ihr könnt Kriegsvolk stationieren. Krieg wollen wir nicht erklären. Geiseln wollen wir auch nicht anbieten. Und wir können unseren Enkel Pavlos ein Mündel anbieten. So, schauen wir an. Worauf gehen wir denn? Oh, jetzt ist die schon verletzt. Gibt es das? Jetzt ist die schon verwundet. Na, der fängt ja gut an. So, wir haben sehr viel an Diplomatie, durchschnittlich. Diplomatie ist auch als Schwerpunkt gewählt. Wir lassen das. Haben wir jemanden, der ihn ausbilden kann, jemand Gutes? Ja, wir haben hier jemanden, unseren Karawanenführer und Hofarzt. Der hat 18, der ist ausgezeichnet. Okay, den nehmen wir. Vorschlag abschicken. So, ja, unser Kaiser muss jetzt schon mit einer, Fraktion rechnen, die sich gegen ihn verschworen hat. Habe ich gerade gelesen, wahrscheinlich wegen erhöhten Steuern. So, wir haben jetzt 1303 an Soldaten. Gepanzerte Volk in der Zwischenzeit zu knapp 50% ausgehoben. Da brauchen wir also noch ein paar Tage. Und dann würde ich... Oh, was können wir jetzt machen? Wir können... Verlobte können heiraten. Und zwar Höfling von uns. Also Johannes Pi, der ist 16. Mit der Tochter von Dux. Das ist gut. Ich glaube, diese Heirat haben wir aus Bündnisgründen gemacht. So. Ach so, was machen wir noch? Also, Kriegsvolk heben wir aus, um uns besser verteidigen zu können. Und dann wird ja unser Pavlos schon älter. Ne? Hier. Ich glaube, kämpfen kann er schon nicht mehr. Der hat zwar eine tolle Kriegsführung, aber aufs Feld soll er sich eigentlich nicht mehr begeben. Der hat allerdings auch nochmal ein gutes Ränkespiel. Ach, unsere Frau hatte das ja auch. Ne? Na, die ist jetzt außen vor. Oh, eine hübsche Herzogin. Ne? Die wollen wir nochmal gleich hier. Wollen wir die verführen? Also, versteht nicht, warum das angeboten wird. Ich bin mit ihr verheiratet. Verführen kann ich anwählen. Und damit versuche ich mit ihr außerehelichen Verkehr zu haben. Dann machen wir doch lieber Liebesdinge. Ach, da erhalten wir Prestige. Machen wir trotzdem. Komplott null. Keine Erfolgschance. Zynisch, mag religiöse Eiferer nicht. Minus 90. Ach du meine Güte. Die ist ja... Darauf haben wir nicht geacht. Also sie ist zwar verschreckt. Wir können noch nicht... Also auf jeden Fall kann die kein Seelengefährte werden. Wir versuchen es mal trotzdem, oder? Ist egal. Wir versuchen es. Also eigentlich hilft das nicht.
Sie ist Verführerin sogar. Und Ränkespiel 23. Krass. Aber ich hätte auf die Eigenschaften achten sollen. Zynisch und religiöser Eiferer widersprechen sich. Na, hoffentlich wird da kommt vielleicht. Hoffentlich kommt da noch ein Kind raus. Ich platziere insgeheim einen Brief in ihren Gemächern. Das könnte ideal sein, weil sie Ränkespiel ist, aber hinterlistig, zynisch und zufrieden. Hinterlistig und zynisch könnte dazu passen, wenn ich insgeheim einen Brief platziere. Das könnte allerdings auch nach hinten losgehen. So. Schauen wir. Na, vielleicht wird das noch was. Ich habe ja vielleicht noch ein paar Jahre Zeit, weitere Kinder zu zeugen. So, 55 haben wir. Jetzt muss ich mal das langsam zu Ende bringen. Ich würde gern Ränkespiel machen. Ich würde gerne Ränkespiele machen. Ich gehe nochmal in meinen Rat. Ist schon auf Ränkespiel eingestellt, 23. Da werden wir wahrscheinlich richtig gut sein. Naja, 17. Richtig. Alleine durch unsere Frau haben wir hier 17. Und dann werden wir den mal auf Geheimnisse aufspüren lassen. Wo können wir das dann tun? Wir können das wirklich hier mal beim Kaiser machen. So. Oh, Rumetruda erhielt die Eigenschaft schwanger. Sehr schön. So, Liebesdinge, funkelndes Gold. Liebste Fürstin, seufzte ich, als ich vor ihr knie. Na, hoffentlich komme ich wieder hoch. Mein einziger Wunsch ist es, euch Ehre und Glückseligkeit zu bringen. So sagt mir doch bitte, wie kann ich euch meine Liebe beweisen? Das brauche ich ja nicht mehr, die ist ja schon schwanger. Hoffentlich von uns. Rumetruda schaut mich lange an. Die Halskette von Fürstin Pelagia ist ein Traum. Du bist die Gattin von Bürgermeister. Sagt sie mit einem Kopfnicken in Richtung des Schmuckstücks, das die Bürgermeisterin Gemahlin von meinem Radspitzel, Radspitzel ist er, trägt. Doch an meinen Hals würde sie noch besser aussehen. Ich kann ihr eine identische Kette geben. Ich biete Pelagia für den einen Gefallen im Tausch gegen ihre Halskette an. Aber dann hat sie ein Druckmittel gegen mich. Ich stehle die Halskette. Da habe ich sogar eine 90%ige Chance, das zu tun. Ich beglückwünsche sie zu ihrem guten Geschmack. Ich stehle sie. Und habe sie bekommen. Obwohl ich feige war, wa? So, was passiert hier gerade? Krieg gegen die Tyrannei von König Emmerich. Krieg gegen meinen Lehnsherrn. Was? Wie, wo, was, hier? Der Angreifer? Der Verteidiger? Ach, das ist König Emmerich von den Ostfranken. Und unser Kaiser, der ist verbündet. Wie sieht's aus? 11.000 Truppen gegen 7.000 Truppen sieht für unsere Seite relativ gut aus. Lassen wir das. So, was haben wir hier? Wir können ein Prachtturnier ausstatten. Das möchte ich aber nicht. Das ist relativ teuer und passt nicht zu unserem Gemüt. Ein Komplott bei Hofe. Mein Radspitzel ist mit besorgniserregender Neuigkeit gekommen. Jemand schmiedet ein Komplott und zwar gegen meinen Ritter. Deck es auf. Deck es auf. Hier sind Prachtturniere. Die werden nur so eingeblendet, schaffe ich nicht zu erreichen. So, wir halten mal kurz an, weil ein Artefakt ist schon zerstört.
haben wir denn angelegt? Da haben wir wenig drauf geachtet. Der kleine Glockenbär. Ja, der Gebildung und Prestige. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich brauche einen Erzeugerwart, um diese Artefakte zu reparieren. Wir haben Gefangenen. Was? Gefangener von euch. Der ist relativ schwach. Mit 34. Der hat kaum gute Druckmittel. So, Hofämter. Ein Erzeugerwart. Stellen wir mal ein. Haben wir einen guten? Nee, die sind alle schlecht. Schlecht bis schrecklich. Wir setzen mal Anastasia ein. Kostet uns ein bisschen Geld. Aber vielleicht kann die ein bisschen reparieren. So, hat uns Gold gekostet. 38. Ihr habt ein Druckmittel gegen erhalten. So. Oh, zwei Ereignisse gleich. Lösegeld akzeptiert. Aufgabe beendet. So. Spionage. So, Unglaube. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel ist Bürgermeister Eustathios, okay, auf ein Geheimnis gestoßen, das Bürgermeister Evangelos von Trapani hat. Mitvasall. Er scheint insgeheim Zweifel an den orthodoxen Doktrinen zu haben. Oh, Evangelos, was soll denn nur die Priester sagen? Okay, vielleicht hilft uns das ja. Die Vision von Chiro. Beim Studium der Taktiken historischer Generäle inspirierte mich die Geschichte von Konstantins Sieg in der Schlacht bei der Milvinischen Brücke. Wir können Fortuner werden. Reisetempo 15. Verreisen wollen wir endlich nicht mehr. Flexibler Anführer. Das hatten wir vorhin auch schon. Hat was ein bisschen mit Verteidigung zu tun. Kniffe zur Steigerung der Moral. Gewinnt keine Kriege. Ihr sucht andernorts nach Inspiration. Nein. Wir nehmen die Verteidigung. Was macht der denn schon wieder? Moment. Ihr könnt doch nicht geglaubt haben, dass die Agenten, die euer Ratsspitzel an meinen Hof hat, auf Dauer unbemerkt bleiben würden, oder? Ich verlange, dass ihr dieses aufrührische Verhalten auf der Stelle unterbindet. Verdammt nochmal, jetzt ist unser Spitzel aufgefallen. Ein einfacher Fehler, Lehnsherr. Mehr nicht. Okay. Dann hat unser Lehnsherr jetzt 15 Meinung von uns verloren. Oh weia, das ist schwierig, was die Verteidigung betrifft. Minus 18, komm. Wir beeinflussen ihn. So, ist aber schon rund. Ja. So, bei allen, was heilig ist, Herzogin ist ein... Was, Herzogin? Rumetruda ist ein unerträglicher Wurm. Schaut nur, was? Wie sie sich schon wieder zum Narren macht. Unglaublich. Mein Ritter wirft den Kopf mit einem bösen Lachen in den Nacken. Rumetruda unterhält sich noch mit ihren Freunden, doch mir entgeht nicht, dass sie die Bemerkung mitbekommen hat. Ich hasse es, den Schmerz in ihren Blicken zu sehen. Na, das geht jetzt aber nicht. Was ist denn das für einer? Der ist ziemlich gut. Wie kriege ich das jetzt gelöst? Wie abscheulich von euch, zieht eure Klinge, ihr Schandmaul. Na, den verlieren wir. Obwohl eine 57%ige Chance ist, dass wir gewinnen können. Was haben wir denn noch? Ihr solltet euch dafür bei ihr entschuldigen. Diplomatie-Herausforderung. Die ist etwas besser. Oder? Oh, Rumetruda, das entspricht ganz und gar nicht der Wahrheit.
dann gewinnt lediglich Rui Truda 15 Meinungen von uns. Wir können ja die Diplomatie-Herausforderung machen. Der hat nur 2. Wir ein bisschen mehr. Naja, wir haben 10. Der hat 61 Meinungen von uns. Da können wir uns das leisten, eventuell Meinung zu verlieren. 15. Wenn wir die Diplomatie-Herausforderung nicht schaffen. Wir versuchen es. Ja. Ist leider fehlgeschlagen. Okay, wir versuchen unseren Kaiser positiv zu beeinflussen. Und lassen Sie Zeit weiterlaufen. Eine Tochter. So, schauen wir doch mal, ob dort nix. Die hat nichts, das ist doch... Die hat leider nicht die Eigenschaften ihrer Mutter bekommen. Schade. Rachel. Oder Rachel. So, wie sieht's aus mit unser Einkommen? Das sieht ganz gut aus. Das heißt, unser Kriegsvolk ist ausgehoben. Kann aber noch... Oh, 1 von 7. Können wir das stationieren? Ja. Dann machen wir das. Stationieren. Machen wir da mal in Gordium. Ach nee, ersetzen. Können wir nur hier oben in Nikea stationieren? So. Und dann haben wir hier Aktivitäteneinladung. Jagd von Dux. Isidoros. 53 Tage. Ihr müsst innerhalb von 53 Tagen aufbrechen. Na, warum nicht? Wo ist das denn? Ach, da unten. So, wir haben ein niedriges Gefahrenrisiko. Karawanenführer ist da. Anschließen. Und los geht's. Ihr habt keine Amme angestellt. Was bringt eine Amme? Das hatten wir schon mal. Was bringt eine Amme? Höflinge. Eine Amme. Monatliche Endung der Hofpracht, das bringt uns zurzeit nichts. Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder sich Erkrankungen zuziehen. Die Kindentwicklungsereignisse können auftreten. Kostet 0,25. Relativ teuer, was sind das hier? Das ist ein Ausrufezeichen, mächtiger Agent in feindseligen Komplotten, die sich gegen euch richten. So. Können wir denn unseren Ratspitzel, der macht ja zurzeit wieder Komplotte stören? Geheimnisse aufspüren? Na, hier gehen wir jetzt nicht mehr hin. Eigentlich bringt uns das nichts. So, dann machen wir mal. Also wir lassen das bei den Komplotten stören. So. Zack, los geht's. Im greisen Alter bewegen wir uns noch zur Jagd. So, wir können Aufseher machen. Kriegsführung 2 bringt uns nichts mehr. Verwaltung plus 2, das ist gut. Und Kontrollzuwachs um 50% erhöht. Also ich glaube, das, was uns hier noch bringt bei den Aufseher, ist die Verwaltung. Dann bekommen wir noch mal ein paar Einkünfte mehr. Tun wir? Freischalten! So, und dann schwenken wir um zu Ränkespiel. Und machen, nee, auf Versuchung nicht, dazu ist er zu alt. Schwerpunkt auf Einschüchterung. Drohungen und offene wie verdeckte breiten den Weg zur wahren Macht. Ränkespiel wird erhöht, der Schrecken wird erhöht. Oder hier, Agentenannahme. Komplotte, Unterwanderung und Geheimnisse.
auswählen. Das machen wir. Die Zeit, die uns noch bleibt, versuchen wir uns weiterhin in Ränke. So, Kernburg wurde in Nikea gebaut. Aufgabe erledigt. Kurze Pause. Mehr Kontrolle in Nikea. Jetzt haben wir 4,5 an Einkommen. Also stark gestiegen. So, was macht unser... Machen wir die Kontrolle. Er geht wieder auf Armee organisieren. Ich überlege, ob ich hier mehr Entwicklung mache. Das sollten wir uns auch nochmal mit anschauen. Ich springe so ein bisschen. Entwicklung. So. Also je heller, je gelber, desto besser. So hat zum Beispiel Konstantinopel ein Entwicklungslevel von 29, von 100, glaube ich. Ne? 29 von 100 ist sehr gut. Ich glaube, solche Gebiete gibt es dann noch hier in Rom, 31. Ah, hier oben eher weniger. Hier unten, das ist der südliche Teil von Spanien oder Iberien. So ein Scheichtum, ne? Wir haben ja noch nicht 1492. Andalusisch. 23. Okay, geht. Ich glaube, hier in, genau, hier hinten in Indien ist eine ganze Menge gelb. Die sind hochentwickelt mit 25 hier unten. Oder hier oben 22, 25. Hier in diesem Bereich der Stammes... Das sind die Stämme, ja. Das ist tiefrot. 1, Entwicklung 1, 2, 3. Mehr haben wir hier nicht. Eigentlich war das hier auch immer ganz gut. Haben wir 16? Oh, hier hinten wird gekämpft. Ach, klar, hier. Ne? Immer noch die Tyrannei gegen König Elmerich. Köln war ganz gut, aber 14. Und jetzt schauen wir bei uns. Also wir sind jetzt nicht unbedingt das unterentwickelste Herzogstum, aber wir haben hier nur 10. 7, 7. 7 bis 10. Hier haben wir schon 17. Also dieses Herzogstum, ein kleines, ist aber trotzdem interessant. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Energie hier reinstecken. Nikea hat auch 11. Nikea ist noch am stärksten. So, gehen wir mal zurück. Das wollte ich machen, wieder auf Reiche. Und sagen unserem Ratsverwalter, dass er doch die Entwicklung vorantreiben sollte. Und zwar erstmal in Prusa. Das ist immer noch unser unsere Hauptgrafschaft. So. Lassen wir es weiterlaufen. So. Also hier unten, der Krieg, der geht hier hin und her. Dieser große... Oh, plötzlich hat unser Lehnsherr, also unsere Seite, gewonnen. So. Erfolgschance 16%. So, jetzt vergehen die Tage wieder. Oder dauert hier über einen Monat, bis das beginnt. 43 Tage habe ich gesehen. 46% Chance. Was machen wir denn eigentlich? Einen Bär. Wir suchen einen Bär. Prestige wäre glorreich, aber die Gefahr ist wirklich tückisch. 5 von 5. Also die höchste Gefahr. Mal sehen. Also der ist ja sehr mutig. So. Gewinnen wir hier was? Nee. Dann schauen wir, was ist hier? Meine Bekanntschaft. Was ist das für einer? Okay, das ist der Veranstalter. Nee, Ratskanzler. Ja, genau. Ratskanzler von Leon. Den vierten. Und ich glaube, das ist auch der, der es veranstaltet. Meine Bekanntschaft hockt am Boden. Summt fröhlich und so weiter. Leichte Erhöhung der Eigenschaftserfahrung. Meine Güte. Wir können Prestige erhalten. Die Erfolgschance wird erhöht. Aber der Dux verliert Meinung von uns. Plus 13 hat er. Faszinierend. Was ist das für eine Blume? Wir erhalten Bildungslebenswandel, den wir nicht brauchen.
So, wir können diese Kräuter gut gebrauchen. Wir erhalten mit Kräutern eingedeckter Medikus. Wir erhalten plus eine Bildung. Okay. Und entfernt den Dux von der Aktivität und verliert 20 Meinung von uns. Oder praktiziert ihr Hexerei? Dann erhalten wir Frömmigkeit. Wir versuchen es mit Prestige. So, Bündnis ausgelaufen. Tornik ist verstorben. Aber es wurde ein neues Bündnis geschmiedet mit ihm hier. Der war Dux. Der war Dux, der ist verstorben. Und jetzt haben wir ein Bündnis mit einem Grafen. Naja, okay. So, Erfolgschance ist jetzt bei über 50%. So, jetzt geht's los. Erhöhung der Jägereigenschaften. So, obwohl vor Müdigkeit oder Trotz, das Tier hält endlich an, dreht sich zu uns um und gibt einen mächtigen Laut von sich. So, Dux Isodoros wendet sich zu uns um und ruft: Kommt, holt das Seil, fangen wir das Tier lebendig. Nach viel Mühe und kläglichen Lauten der Beute haben wir sie überwältigt, doch Isidoros wurde dabei verwundet. Schnell, ihr braucht Hilfe! Okay. Haben wir geschafft. Sehr schön. Oh. Er hat er hier aber eine kleine Wunde hier. So, die Jagd abschließen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? So, diese Ansprüche brauchen wir nicht. Geiseln? Nee, Geiseln austauschen wollen wir auch nicht. 85 an Gold haben wir und wir bewegen uns wieder auf den Weg nach Hause. Oh, hier ist auch ein bisschen was los. Hier wandert ein bisschen was hin und her. Eine neutrale Armee. So, tierischer Kampf. Hier scheint Sebastianus, der Feige, angegriffen zu werden, ist lediglich ein. Oh, der ist wirklich feige. Feige, stur und gerecht. Kampfgeschick hat er gar keins. Helft ihn? Kampfgeschick, wir halten es Prestige. Oder Nifon erhält die Eigenschaft verwundet. 50-50-Chance. Sebastianus stirbt. Dieser Mann hat meine Hilfe verdient. Wir erhalten die Eigenschaft verwundet und wir erhalten Anspannung. Und zwar richtig kräftig, weil wir feige sind. Das werden wir nicht tun. Dafür setze ich in meinem Leben nichts aufs Spiel. Wir können Anspannung verlieren und er stirbt. Komm, wir schicken mal jemanden vor. Nifon, Magi, was ist das? Das ist unser. Das ist unser Ritter. Ein guter Ritter ist das. Hilft ihnen! Ja, wir haben 150 Prestige erhalten. Sehr schön! Geisel fordern. Dux Pavlos. Ich muss leider aufhören, Kyra, eure Enkelin, als Geisel zu entsenden. Garantie für Frieden. Das ist der Friedliche. Ah, hier unten. Ein riesiges Herzogtum. 1500. Wir sind gleich stark. Er ist sogar noch stärker als wir. Eine Enkelin von uns. Philippos, unser Spielererbe.
Ah, er hat nur einen Sohn und unseren Enkel und die Kyra, die Tochter. Da wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt mehr kommen. Annehmen. So, vielleicht. Okay. Alles klar. Zwei Ereignisse sind passiert. Und zwar. Oh! Okay, den können wir jetzt nicht mehr beeinflussen. Unser Kaiser ist verstorben. Da schauen wir gleich nochmal etwas genauer rauf. Und dann Reise, ein Vergnügen fern der Heimat. Ihr hier? Oh, 17 an Kampfgeschick und 22 an Kriegsführung. 48 Jahre alt. Ach so, ist ja sowieso schon bei uns. Unser Ritter. So. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Johannes dabei erwische, wie er mit ein paar Blumen herumspielt, die er am Wegesrand. Ach, Johannes, das ist nicht. Ach so, der heißt auch Johannes, wie unser Verwandter. So, Lehnsherr, sagt er, es ist kein Geheimnis, dass mein Herz ein neues Zuhause fern der Heimat gefunden hat. Meine Seele sehnt sich nach Gräfin Demetra und mein Begehren kennt kein Ende. Ihre Augen, ihr Bla. Der will weg. So, wer bin ich, mich in höhere Angelegenheiten einzumischen? Johannes verlässt das Reisegefolge. Ihr kommt einer Freundschaft mit Johannes Dukas Dings da näher. Was? Ihr geht mit mir zurück nach Hause. Alles klar. Wir haben keine Zeit für derart kindliche Vernarrtheit. Mit 99 Ränkespiel. Das machen wir. Mit 99% der Wahrscheinlichkeit überzeugen wir Johannes, an unserem Hof zu bleiben. Wir haben genug Platz am Hof, um euch beide willkommen zu heißen. Die Gräfin Demetra schließt sich euren Hof an und wird rekrutiert. Graf Gennadios, so irgendein anderer, verliert 15 Meinung von uns. Was ist das denn für eine? Ah. Ach so. Verheiratet. Alles klar. Wir haben das Ränkespiel genommen. So, kurze Pause. Schauen wir doch mal auf unser Reich. Also das byzantinische Kaiserreich ist so erhalten geblieben, ist ja auch klar. Wir haben jetzt allerdings einen neuen Kaiser, und zwar Tryphon. Das müsste jetzt der vierte sein. Seit Amtsantritt des Basileus 867. So, der ist gerecht, paranoid und mitfühlend, ist ein guter Diplomat, ein ausgezeichneter Diplomat und ist auch in der Bildung gut. Kämpfen kann er ein bisschen, Kriegsführung allerdings sehr schlecht. Ja, da wird die Armee sicherlich ein bisschen abgenommen haben, also das könnte jetzt etwas anfälliger, etwas gefährlicher werden für unser Kaiserreich, aber von der Verwaltung, von der Diplomatie her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, Trunkenbold ist er, einsiedlerisch, das sind jetzt schlechtere Fähigkeiten, ein Kriegshöfling, ja, auch purpur geboren. Naja, schauen wir mal. Ach komm, unseren Kaiser können wir mal versuchen, positiv zu beeinflussen. Alles klar. So, wir selbst sind 65. Aktuell haben wir es wirklich nur geschafft, ein Kriegsvolk auszuheben. Genau, also ein drittes. Ich werde jetzt ein viertes nicht erschaffen, sondern gut wäre es, wenn wir zukünftig unsere Kriegsvölker noch weiter stärken könnten. Allerdings ist das doch hier mit dem Gold etwas überschaubar. Ja. Und versuchen aber in unserem Reich hier zu bleiben, um das weiter zu stärken. Wie gesagt, von der Entwicklung her so ein bisschen steigern, dass es ein bisschen besser aussieht. Als letztes können hier noch Verlobte heiraten. Das tun wir.
Daher ist Graf, der ist intelligent und das ist ja unsere Tochter Marienne. Die ist hübsch. Sehr schön. Was machen wir? Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. So, alles klar. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ja, bis dahin macht's gut. Euer BRP. Tschüss, Leute.